Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen auf dem Martin Live-Kanal. Ich habe ein Phänomen gesehen und auch von davon gehört. Und man hat mir auch oft geschrieben, meinte, Martin, ein Campingkocher aus einer Thunfischdose. Ich so, was ist los? Wie soll das denn gehen? Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Angeblich soll es funktionieren, dass man Thunfisch aus der Dose mit einmal mit Sonnenblumenöl und einmal mit Olivenöl. Soll man angeblich einfach aufmachen, einen Zebra-Reinigung oder Toilettenpapier oder auch ein Taschentuch anzünden und dann brennt das halt ewig. Eine ganze Weile und auf der Flamme, die da entsteht, wenn sie entsteht, kann man halt einfach auch noch was kochen. Ob das funktioniert, das bekommen wir heute raus. Ich bin gespannt. Let's go. Und vor allen Dingen auch, wo ist der Unterschied, wenn es funktionieren sollte, zwischen Thunfisch und Sonnenblumenöl? Also Olivenöl und Sonnenblumenöl, meine ich. Wie kriegst du heute raus? Das sind die Fragen, die sich jeder schon mal gestellt hat. Ja, aber guck mal, wie geil wäre das, wenn du dir einfach so eine Dose einpackst, hast ein Feuerzeug bei und gehst raus, fertig. Du hast einerseits, wenn das klappen sollte, das was zu essen. Das ist ein Multitool. Es ist ein Multitool, du sagst es. Okay, wir fangen mal an, wir machen mal die erste Dose auf. Das ist jetzt mit Sonnenblumenöl. Und das ist Olivenöl. So. So, ich sehe erstmal keinen Unterschied. Also du hast hier zum einen hier das Öl, sieht, also ich weiß nicht, ein bisschen dunkler, ne? Oder? Ja. Okay. Pass auf, wir probieren es einfach mal aus. Das Learning by Doing. Dass es gerade steht. Jetzt legt man einfach nur dieses Taschentuch hier rein. Oh, jetzt habe ich gekleckert. Ah, das war natürlich nicht gut. Ja, das ist nicht gut, weil dann geht es ja gleich schon was flöten. Das brauchen wir ja. Ja, aber gut, ich mache mal hier nur einen so einen Tipp. Warte kurz, dass ich nicht wieder schwappe. Aber wo zündest du das denn an? Na, einfach am Rand. Laut dieser Beschreibung einfach am Rand anzünden. Das braucht anscheinend ein Weilchen, bis es sich vollsaugt. Ich würde es erstmal so ein bisschen hier so reinstecken, dass es halt wirklich komplett getränkt ist. Wie gesagt, wahlweise auch ein Taschentuch, wahlweise halt auch Klopapier. Gucken wir hier rein. Stoff. Stoff. T-Shirt-Stoff. Kannst du auch machen, aber ich zerschneide ungern meine T-Shirts für eine Thunfischdose. Notfall. Notfall, weil du da eine Thunfischdose bei hast. Hab ich immer. Okay, also hier sieht schon mal ganz gut aus. Ist schon mal ganz gut vollgesogen hier. Oder? Findest du nicht? Ja, doch. Hier noch nicht. Das ist noch nicht so ganz so wirklich hier. Brauchst du, glaube ich, noch einen Moment. Wir geben der ganzen Sache noch so eine Sekunde. Ich drücke hier noch so ein bisschen drum rum. Okay, und dann angeblich einfach nur anzünden. Das heißt, jetzt das Ziel ist, dass das Zebra quasi gar als nicht Docht brennt, sondern nur als Docht dient und quasi nur das Öl dann. Genau, das ist die Erklärung und die Logik dahinter. Ob das. Das stimmt. Let's go. So, ich habe jetzt überall angezündet. Ich mache das hier drüben auch, ne? So, jetzt brennt das Ding hier lichterloh. So. Also, ich würde jetzt mal die Zeit stoppen, weil ich habe das Gefühl, guck mal. Ja, es ist runtergebrannt, aber es ist nicht ausgegangen. Wir haben jetzt, ich stopp mal die Zeit. Es ist 16.18 Uhr. Genau jetzt 16.18 Uhr. Und wir gucken mal. Das ist schon krass. Ich dachte, das gelingt nur so leicht, aber das ist schon. Das ist eine astreine Flamme. Wollte ich gerade sagen. Aber ist jetzt die Frage, brennt das da drin jetzt auch noch? Oder nur der Rand? Also wenn man das jetzt auch als Kocher benutzen will. Das sickert ja hoch, also es zieht sich ja hoch. Ah, jetzt, guck mal, jetzt hast du gesehen? Das ist gerade so ein bisschen abgesagt. Aber das Ding ist ja, die sagen ja, dass man jetzt quasi mit Metall irgendwas drüber legt, so ein Kreuz, und dann kann man da Wasser drauf kochen. Aber ich habe halt Schiss, die Flamme, dass die ausgeht, weißt du? Ja, jetzt, wo quasi das so hoch steht, ist es halt. Vielleicht warten wir noch mal ganz kurz einen Augenblick und schauen mal. Flammenmäßig finde ich schon strong. Krass, ne? Also, wenn du jetzt überlegst, steht irgendwo, hast du halt auch easy eine Kerze. So ein bisschen wie diese Buffetkocher, die immer unter diesen. Stimmt, ne? Fürs Fondue oder für die Speisen, die warm bleiben sollen. Aber erstmal können wir sagen, confirmed, es stimmt tatsächlich, dass das Öl mit dem Tuch zusammen wie ein Docht agiert. Und jetzt wird es auch schwarz drin, siehst du das? Naja. Ich glaube, das fängt auch gleich noch Feuer. Und das brennt. Und das brennt jetzt schon über eine Minute und ist nicht aus. Krass. Und ich denke mir halt auch so, ne, wenn danach natürlich der Thunfisch noch warm ist und vielleicht sogar ein bisschen knusprig, ist natürlich auch geil. Das stimmt. Aber jetzt so von der Brennintensität beides gleich. Ja, ne? Ich würde auch sagen, gibt es kaum Unterschied. Die Flammen, habe ich manchmal das Gefühl, ist ein bisschen dunkler, aber das kann natürlich jetzt auch einfach täuschen. Riecht auch ganz okay. Aber es riecht nicht nach Fisch. Ich rieche überhaupt keinen Fisch, null. Naja, wollen wir mal probieren einfach jetzt? Ich meine, ich habe das Gefühl, dass da drin wird nicht brennen, oder? Oder brennt das? Ja, eigentlich nicht. Das liegt hier direkt auf der Flüssigkeit auf.
Ich würde probieren, jetzt können wir mal probieren, dann Kreuz drauf zu legen. Okay. Ich hole mal einen Schluck Wasser und dann probieren wir das mal. So, noch einen Schluck Wasser. Hoppala. Ich mach jetzt die Tasse nicht voll, ich mach jetzt hier so einen Schluck rein. Ja, das reicht ja. So, irgendwas blubbert hier, hörst du das? Ja. Wo machen wir es drauf? Auf den. Ich würde auf die machen, ja. Okay, pass auf. Ich lege jetzt mal hier meine Göffel drüber als. Als ja, Kost. Doch, hast du schon gut gelöscht jetzt da? Habe ich, ne? Ja. Ja. Na, ich muss es ja probieren. Ich meine, wir haben ja noch einen Versuch. Vielleicht ein bisschen weiter drüber. Jetzt haben wir hier ein bisschen Flamme. Jetzt ist die Frage, geht es jetzt aus oder bleibt es an? Okay, jetzt bin ich echt gespannt, ob das reicht, um da drin das Wasser zu erhitzen. Nimm mal eine Aufnahme von dem Wasser drin, dass man sieht, dass da nichts ist, gar nichts, null. Ne? Kein Bläschen, gar nichts. Geiler wäre, wenn man die Metallteile, wenn man die so draufpacken könnte, dass die halt vertikal, also so draufpackst ja. Und so über Kreuz packen könnte, weil dann hast du überall Luft und es brennt halt weiter. Weißt du, was man noch machen könnte? Man könnte sich so ein Mini-Dreibein bauen. So ein Mini-Dreibein ja, klar. Mit ein klein bisschen Paracord und dann irgendwas dranhängen und drüber. Das könnte man auch probieren, ja. Aber gut, wir machen ja heute hier das, was ich gesehen habe. Aber es brennt halt noch. Das ist schon mal, es ist nicht komplett ausgegangen. Exakt, ja. Hier auf meiner Seite ist es halt zugedrückt von der Tasse. Okay, bei mir brennt es doch recht gut. Aber da brennt es und solange es da brennt, ja. Aber nur die Chance, dass es anfängt zu kochen. Genau. Der andere Kollege. Alter, ich war erschrocken, das macht hier. Brennt immer noch genauso wie am Anfang. Wir haben jetzt, exakt jetzt, haben wir 4 Minuten. Jetzt haben wir 4 Minuten um. Also das macht hier gut aus. Super. Blubbert jetzt ein bisschen. Ich bin auf den Geschmack gespannt. Ich meine, das brennt ja die ganze Zeit. Da entstehen ja auch Röstaromen. Also da wir jetzt natürlich jetzt hier euch nicht langweilen wollen, machen wir jetzt mal eine Timelapse. Wir stellen das Ding jetzt mal hier hin, stoppen die Zeit und gucken mal, wie lange das jetzt brennt. So, also, 23 Minuten später können wir sagen, das Wasser ist leicht am Dämpfen. Aber nicht am Kochen. Nicht am Kochen. Mach mal einen Fingertest. Ah, das ist aber heiß. Ohne Scheiß, wirklich heiß. Das Wasser ist heiß. Also ich könnte mir da schon vorstellen, so einen kleinen Fichtennadeltee könnte man damit schon machen. Wir nehmen mal die Tasse runter. Mhm. Übrigens, Göffel gibt es in meinem Merch-Shop. Links in der Beschreibung. Haben sie gut weggesteckt. Ja, haben sie gut weggesteckt. Hier ist ein bisschen Rost jetzt drauf, oder was das ist hier? Von der Tasse wahrscheinlich. Und, Brennt wieder, wie vorher. Aber jetzt kann man doch immer einen Vergleich ziehen. Ja, jetzt kann man sagen, das hier brennt ja genauso lange wie das. Und das ist jetzt fast vom Ausgehen. Wir lassen das mal noch ein bisschen. Und jetzt wollte ich gerade diese heißen Dinger anfassen. Ich bin so ein Glock. Oh, hier sieht man, aber guck mal. Ja, was sieht man? Da, wo das Zebra weggebrannt ist. Oh, schön knusprig sieht das aus. Da ist angeknusperter Tuna. Wollen wir den schon mal machen hier? Den schon mal wegpacken? Ja, würde ich sagen. Also da. Hey, aber guck mal, wie geil das ist. Das brennt wirklich, ohne das jetzt hier wirklich, sagen wir mal, zu verunreinigen. Stimmt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon gar nicht verkehrt. Jetzt kommt die erste Kostprobe. So, okay. Dann probieren wir mal Thunfisch mit Olivenöl. 22 Minuten gebrutzelt. Oh, guck mal, das dampft. Alter. Gut. Ey, das sieht wirklich gut. Also. Das riecht auch gut. Ist zwar kein Fisch, aber ist geil. Das ist nicht nur warm, das ist richtig heiß. Hä? Wie geil ist das bitte? Auf die Hand? Ja. Scheiße, tut mir leid. Boah, das ist nicht cool. Scheiße. Geh mal schön zur Seite hier. Also ich finde es erstaunlich, wie heiß das ist. Also es dampft halt auch, ne? Wie heiß das ist und ey. Das ist so geil, der Crunch oben drauf. Dass dieses Knusprige. Und es schmeckt null nach Rauch oder nach Verbranntem oder sowas. Aber wie lange war jetzt? 23 Minuten? Nee, 23 Minuten haben wir die Timelapse angemacht. Also, ach so, warte, ich gucke. Das heißt, über 30 Minuten war das jetzt was. 30 Minuten hat das gebrannt. Ja, aber dann ist doch 30 Minuten für den Thunfisch ein guter Richtwert. Für genießbare. Ja, aber man kann ja auch einfach das Ding ausgehen lassen. Weißt du, wozu brauchst du das Öl noch?
Erstmal hast du brauchst. Stimmt, verbrennen tut es ja eh nicht, solange noch. Eben genau, du musst Öl halt nur gucken, dass wenn dann das Zebra irgendwann aufhört zu brennen, ja, dann das runternimmst, ja. Aber guck das an. Ohne Witz, das schmeckt richtig, richtig gut. Und ich bin erstaunt, dass das immer noch brennt. Und jetzt denk mal an eine Sache. Wir haben am Anfang rumgesaut. Es ist was daneben geflossen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Wir haben zum einen einen warmen Tee gekriegt. Unter anderem halt. Und es brennt immer noch. Ich würde jetzt aber trotzdem mal runternehmen. Mach mal. Weil weißt du, warum das spritzt? Weil das jetzt verschlossen ist. Weil das Olivenöl noch zu feucht ist. Und das abschließt. Du meinst das Sonnenblumenöl? Ja, genau. Das Sonnenblumenöl. Oha. Oha, das hätte ja noch ewig gebrannt. Das kocht und da ist noch super viel Öl. Alter, das oder ist. Oder ist das Wasser aus? Nee, das ist kein Wasser. Und da ist ein Thunfisch ausgetreten ist. Hey, das ist ja krass. Das ist richtig krass. Das ist ja spooky. Ich würde das mal abkippen, weil sonst verbrenne ich mir dermaßen die Schnauze. Ja. Aber ganz anderes Ergebnis. Ja. Also als beim Olivenöl. Oh, die stimmt. Ja, aber ich würde mal auch behaupten, das hat was damit zu tun, dass wir da halt die Tasse draufgestellt haben. Ne? Die Flamme war ja deutlich kleiner, deshalb weniger Öl verbrannt. Das stimmt natürlich, ja klar. Ich finde es ein bisschen schade, weil das hier feiere ich hart. Das mit dem Knusper hier oben drauf. Das ist der perfekte Zustand. Ja, ich mach nochmal kurz schnell. Also wirklich, ist so geil. Okay. Ich mache es nicht fest, wie es geschmacklich ist. Ich meine, die Seite hier. Das dampft auch nicht so. Ein ganz bisschen. Ganz bisschen dampft, ja. Hä? Das schmeckt überhaupt nicht. Meinst du, das war, weil ich die Tasse da draufgestellt habe und der Ruß nach unten und so? Weil es schmeckt nach Ruß. Schmeckt nach Ruß? Hm. Ja klar, du hast das Zebra natürlich auch dann so ein bisschen mit den... Also wenn man sich das mal anguckt, wenn man es als Kocher nutzt und wenn man es nicht als Kocher nutzt. Also was würdest du eher essen, ne? Ja, klar recht. Du isst leider kein Fisch, ne? Nee. Schade, weil das hätte ich dich mal kosten lassen. Das ist ultra geil. Also das hier ist eine 10 von 10. Ohne Witz. Also solltet ihr mal unterwegs sein und sagen, okay, pass auf, ich packe mir eine Dose Thunfisch ein. Habt ihr zum einen eine warme Mahlzeit und müsst nichts dafür tun. Einfach ein Feuerzeug dabei haben, das da reinlegen und Abfahrt. Und hier, sage ich dir, wie es ist, hätten wir die Tasse nicht draufgestellt. Klar, dann hätten wir zwar keinen warmen Tee, aber wir hätten wahrscheinlich genau das gleiche Ergebnis. Oder ein anderes Öl. Also ich weiß es nicht. Also geschmacklich ist das hier nichts. Wirklich nicht. Also man merkt, oder weil es noch so vollgesogen ist. Aber eigentlich ist es ja auch so vollgesogen. Eben, eben ja genau. Zu. Aber das hier, meine lieben Freunde, ist ein absoluter Hochgenuss. Der Crunch, der Geschmack, es ist heiß. Aber wir können sagen, der Mythos stimmt. Man kann eine Thunfischdose als Campingkocher benutzen. Oder sich eine warme Mahlzeit zaubern, einfach mit einem Stück Toilettenpapier, Zewa oder Taschentuch und Abfahrt. Geil. Mit diesem wunderbaren und sehr leckeren Ergebnis möchte ich mich auch schon verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, meinen Live-Kanal abonnieren. Gönnt euch. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man mich noch quasi heitern oder überraschen kann. Geil. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb, euer Survival-Mann. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.